Das ist natürlich eine sehr beunruhigende Entwicklung, weil wir ja eigentlich schon gedacht hatten, wir haben das so im Griff, dass es uns nicht so wehtun würde. Ja, wir haben im Frühjahr natürlich vielleicht nochmal vorausgeschickt eine andere Situation gehabt, weil wir viel mehr ältere Menschen hatten, die infiziert waren. Wir sehen aber jetzt auch, dass sich inzwischen der Altersdurchschnitt schon wieder ein wenig verschiebt zu den älteren Semestern. Und das sehen wir natürlich auch inzwischen in den Kliniken in ganz Deutschland, dass zwar noch nicht in bedenklichem Maße die Krankenhausbetten und vor allem die Intensivstationen wieder belegt werden müssen. Es handelt sich um eine Tröpfcheninfektion, die sehr effektiv, wie wir wissen, durch das Tragen von Mund-Nasen-Schutz verhindert werden kann. Das ist umstritten gewesen lange Zeit, ob denn jetzt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch die Person selber schützt, die den trägt. Da gibt es neue Zahlen zu, die zeigen, dass auch dieser Schutz bis zu 90% geht mit einem normalen Mund-Nasen-Schutz. Das könnte vielleicht eine Motivation sein, den Mund-Nasen-Schutz auch selber zu tragen, auch wenn man glaubt, man sei ja eigentlich gesund. Die nächste Maßnahme ist natürlich, Kontakte bewusst zu steuern und nicht in allzu unübersichtliche Situationen sich zu begeben. Aber die sozialen Kontakte möchte man dann ja gerade ohne Mund-Nasen-Schutz haben, weil man sagt, naja, den kenne ich gut, der hat bestimmt nicht gerade eine ansteckende Phase. Da ist es dann natürlich wieder gut, wenn man das beschränkt, damit das möglichst wenige Menschen sind. Für den Winter kann man eigentlich wie immer schlecht in die Zukunft gucken, aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass uns im Frühjahr natürlich das Frühjahr an sich geholfen hat, nämlich lüften, nämlich dass es sonst sehr kalt wird. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass das Virus tatsächlich unglaublich empfindlich gegenüber Sonnenlicht ist. Es verhält sich so ein bisschen wie ein Vampir, will ich mal sagen. Und das ist natürlich auch etwas, was wir jetzt bei diesem etwas trüberen Herbstwetter, und das wird ja im Winter immer schlimmer, immer weniger als natürlichen Clearing-Faktor gegen das Virus haben. Die Voraussetzungen sind schlechter. Ob es schlimmer wird, hängt wieder von uns ab. Wir haben das vollkommen in der Hand. Es gibt Beispiele von anderen Regionen in der Welt, wo bei ungünstigen klimatischen Verhältnissen trotzdem das Ganze im Griff bleibt. Also es liegt ein bisschen an unserer eigenen Bequemlichkeit, das Richtige zu tun.